Das ist die Selina aus St. Louis. Ja, sie kommt aus Hülsweiler und sie arbeitet in Völklingen bei Fressnapf. Und das ist ein Pipi-Klumpen. Es ist Wasser, so viel müssen wir sagen. Es ist kein Pipi drin, aber es könnte auch Pipi sein von einer Katze. Grüß dich, Selina. Hallo. Wie alt bist du denn heute? Ich bin 22. 22. Was liebst du denn so an Katzen? Alles. Also ich liebe sie wirklich. Die ganze Art von schlafen bis Sachen kaputt machen. Was macht ihn zum Beispiel kaputt? Auch meine Tischdecke. Manchmal auch noch die Stühle ganz gerne. Stühlhussen. Haben die schon mal verletzt, die Katzen? Nein. Also noch nicht noch böse gekratzt? Also mich noch nicht, sagen wir mal so. Okay. Es gibt zwei verschiedene Sorten. Auf der linken Seite mit Aktivkohle. Ja, und auf der rechten Seite, das werden wir gleich mal erfahren, steht drauf Blue Control, was auch immer das sein mag. Das werden wir gleich mal fahren. Also wir fangen mal an mit links. Da ist Aktivkohle drin gegen bösen Geruch. Ganz genau. Und es ist extrem staubarm, antibakteriell. Und hat, wie schon gesagt, mit Aktivkohle, das bindet durch die Poren einmal komplett den Geruch von dem Katzenpipi ein. Was ist denn Blue Control System? Das klingt irgendwie wie so eine Popband aus den 80ern. Nein, also Blue Control ist einmal, wie man hier sieht, mit den blauen, hellblauen Perlen. Und wenn jetzt Katzenpipi draufkommt, wird es dadurch einfach dunkelblau gefärbt. Der Vorteil bei diesem hier ist einfach, falls mal wirklich passiert halt auch mal, die Katze schert im Katzenklo und es fällt auseinander, dass man wirklich alles beim Reinigen mit rausnimmt, hat man halt, wie gesagt, die Kontrolle durch die dunkelblauen Perlen, dass man alles auch mit rausnimmt und nichts im Katzenklo überbleibt. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Das heißt also, es gibt eine optische Kontrolle, genau. Da wo die reingemacht hat, da wird es dunkelblau. Genau, die hellblauen Perlen färben sich dunkelblau und dadurch hat man die Kontrolle, dass man alles erwischt. Echt? Wahnsinn. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das ist jetzt anderes Pipi. Ist nur Wasser hier, ja. Man kann es aber auch anfassen, oder? Ja, ganz genau. Ist nur Wasser, keine Sorge. Hier sieht man ganz schön den Vergleich. Hier haben wir die hellblauen Perlen und hier die dunkelblauen, wo jetzt mit Wasser gefüllt sind praktisch. Könnte auch Pipi sein, so genau. Ist es so. Auch hier gilt, es ist geruchshemmend, genau. Das heißt, gut, klar, wenn ich die Nase direkt daneben halte, könnte ich vielleicht noch was riechen, aber man riecht fast nichts. Nee, wirklich. Also wenn man direkt nebendran stehen würde und sie macht, klar, da wird man es riechen, aber so, wenn alles verschlossen ist, riecht man wirklich nichts davon. Da zeige ich euch mal was, damit so richtig abgefahren ist, gibt es also hier, das sieht aus wie irgendwelche Duftspender fürs Klo. Nee, es ist tatsächlich für die Katze, es sind Deodorantperlen. Die sind wahrscheinlich nicht zum Essen, sondern die kommen auch mit ins Katzenklo, oder? Ganz genau. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Katzenstreu hatte und man wechselt jetzt auch mal eins oder hat jetzt eins ohne Duft und man würde mal gerne was ausprobieren, gibt es hier einmal mit Limonen, Zitronengras, dann gibt es auch einmal mit Babypuderduft oder mit Vanilleduft. Mit was? Mit Babypuderduft? Genau, mit Babypuderduft. Ein ganz erfrischender Duft. Echt? Ja, wirklich. Benutze ich selber. So, ich sage jetzt nichts mehr. Also es gibt es mit Babypuder, Duft, mit Vanille, mit, was war es noch? Einmal noch mit Zitronengras, Vanilleduft, Babypuder und da haben wir noch ein schwarzes, dazu komme ich dann gleich einmal. Nee, da kommen wir jetzt zu. Was ist das schwarze? Das ist einmal noch separat Aktivkohle. Zum Beispiel, wenn man jetzt das Blue Control kauft und man möchte trotzdem noch Aktivkohle dabei haben, macht man es einfach eine halbe Kappe in den Deckel und streut es drüber. Wahnsinn. Also zwei Produkte von Premiere. Hier steht es einmal Blue Control und einmal Carbon Control. Was es alles gibt, ja. Ich glaube es ja nicht. Ja, aber das ist noch nicht alles. Man könnte jetzt auch noch, ich sag mal, eine Stunde weiter drehen, denn ihr habt unglaublich viel, ich sag mal, Katzenklo-Zubehör mit allen drum und dran. Hier gibt es auch ganz viele, ich sag mal, so kleine Behälter mit drin. Wozu sind denn die Behälter? Darf ich da meine Hand reinfassen? Natürlich dürfen sie. Das können sie einmal hier zum Testen sind die für die Körnung. Das ist jetzt einmal auch wieder das Premiere White Sensation, das Klumpstreu. Wir haben die einfach an jedem Aufständer drauf. Damit okay, zum Testen, da kann einer reinfahren, ob es auch sanft genug ist. Genau. Oder zum Beispiel hier auf der anderen Seite haben wir auch... Warte mal, ich gehe mal kurz dahin, dass wir das mal sehen. Das ist nämlich gerade hier noch am Filmen. Und da haben wir nämlich noch viel mehr.
Das ist wahrscheinlich das hier, oder? Genau, das, was ich gemeint habe. Doch kann der Kunde natürlich auch mal riechen und einfach schauen, mag ich den Geruch auch oder ist der mir zu stark? Achso, ich bin ja auch selber davon betroffen, wenn natürlich ein Deodorant mit drin ist. Ja. Super, also das ist auch dran. Also das hier ist zum Beispiel jetzt Babypuderduft, ja. Ah, ich sehe schon, ja, ich bin falsche Zielgruppe, ja. Du darfst mal eins mal in die Kamera halten, du hast dir ein Tattoo machen lassen mit einer Katze. Genau. Was ist denn das für eine Katze? Das ist die Grinsekatze von Alice im Wunderland. Ja, das sieht man mal. Also die Leute sind beim Thema Katze gut aufgehoben bei dir. Ja, so ist es. So, wir gehen mal kurz zur, da vorne ist sie, zur Chefin hin. Stell dich mal kurz vor. Ich bin die Melanie. Ja, grüß dich. Du hast gleich drei Fressnäpfe unter deiner Leitung. Genau. Eure Familie macht das schon seit ewigen Zeiten, muss man sagen, um die 20, 30 Jahre? Wir machen das jetzt 22 Jahre. 22 Jahre, genau. Hab ich ja gut geraten, ja. Melanie, großes Thema, wo findet man euch? Also man findet uns in Völklingen im Saarwiesenweg. Das ist direkt an der Autobahn, sieht man auch von der Autobahn sehr, sehr gut, von der A620. Dann sind wir in Saarbrücken am Hallberg und in St. Ingbert unterhalb vom Obi auf dem Platz mit Lidl und Rufo Kinderland. Öffnungszeiten? Öffnungszeiten sind von 9 bis 19 Uhr, von Montag bis Samstag durchgehend. Ja, vielen Dank, Melanie. Und vielen Dank noch lieber die liebe Selina, ja, die sich sogar eine Katze hat auf den Arm tätowieren lassen. Du bist ein echter Katzenfan mit allen drum und dran. Ja, und wenn Sie noch Fragen haben, fragen Sie ruhig der Selina Löcher in den Bauch. Sie wird sie beantworten. Aber du kennst dich nicht nur mit Katzenstreu aus, oder? Nee. Ach, mit Futter. Ich habe auch noch einen Hund, zwei Katzen zu Hause. Also. Ich habe es befürchtet, ja. Alles klar. Danke dir vielmals. Tschüss. Bitte, tschüss.